Oh Mann. Sehr gut. Oh. Hat aber lange gehalten. Hallo. Hallo. Wir bei High Five spielen nicht nur top aktuelle Spiele, wir spielen auch Spiele, die noch gar nicht raus sind. Und in diesem Fall spielen wir, ich habe keine Ahnung, wie heißt das Spiel? Rainbow Six Siege. Das ist mal was anderes. Die Alpha-Version. Die Closed Alpha-Version, glaube ich, ist das. Genau. Ne? Das ist der gute Herr Tobi Feldin von der GamePro, den kennt ihr vielleicht schon als fleißiger High Five-Zuschauer. Und ich hoffe, das ist so. Sind wir überhaupt wirklich live? Ja. Ja? Ja, wir sind live. Ja, mein Laptop kackt mal wieder ab, aber das kennt man ja schon. So, ich habe den Tobi hierher geholt, weil der Tobi massiv Erfahrung mit Rainbow Six Siege hat. Darf ich ehrlich sein? Ich habe gestern 3 Spiele gemacht und jetzt hoffe ich, dass ich ein paar mehr machen kann. Gestern kamen halt 1000 Dinge dazwischen, deswegen legen wir einfach mal los. Dann direkt einfach sagen, ja, legen wir doch einfach mal los. Ich sage vielleicht kurz noch was zur Planung. Sind wir wirklich live? Ich bin mir da nicht so sicher. Ich habe echt kein Bild, aber ist okay. Wir sind wirklich live. Ach, Julius. Ich glaube nicht. Oh, meinst du nicht? Team. Also ich denke schon. Wenn wir wirklich live sind, gib mir ein Zeichen. Wir sind live, Leute. Glaubt es uns einmal, wirklich. Das hat eine Zeitverzögerung. Das hat halt eine Zeitverzögerung, deswegen kommt vom Chat alles. Ach, hier sehe ich. Ja, seid ihr. Komm, jetzt. Hallo Tobi, hallo Flo, hallo Digi, hallo Chat. Hallo Vermalt. Guten hallo. Tag. Es scheint zu funktionieren. Das ist super. Genau. Planung. Genau, die Planung, die heutige Planung ist, wir zocken Rainbow Six Siege. Dazu habe ich vorher auch schon eine Frage gelesen, ob wir mehr zeigen als nur das House-Level der E3. Ja, wenn diese Karte tatsächlich kommt. Es gibt nämlich das Haus und es gibt das Flugzeug. Aber das ist komplett random, wann das in der Playlist erscheint. Deswegen können wir da nichts versprechen. Aber wir strengen uns an, dass wir das Flugzeug auch zeigen können. Ja, ich weiß nicht, wie man da jetzt Anstrengung definiert. Ich presse alles zusammen, was so geht. A. Da kommt auch Land mit. Dementsprechend. Genau. Und ich denke mal, durch das, dass die Closed Alpha, ohne das jetzt böse zu meinen, noch nicht so viel hergibt, was den Inhalt angeht, werden wir wahrscheinlich jetzt nicht länger als, weiß ich nicht, 16 Uhr oder so zocken. Ja. Danke nochmal, dass ihr mir bestätigt, dass wir live sind. Sehr gut. Ja, und dann werden wir uns die Maxi holen. Und irgendjemanden? Vielleicht. Jemand Bock? Vielleicht den Marco? Nee, glaube, den Marco. Lass mal. Julius, du heißt nicht Marco. Und Tobi hat gefragt, hat jemand Bock? Ja. So, da habe ich darauf geantwortet. Also. Bist du schon wieder verkabelt, Julius? Ich bin schon wieder verkabelt. Ach, ich habe meine Brille schon auf. Ich wollte meine Rainbow Six Brille aufsetzen. Kann es sein, dass du gerade hier abkackst? Ja. Cool. Das ist tatsächlich ein Problem auch in der Alpha. Das ist schon häufiger vorgekommen. Ist halt eben eine Alpha-Version. Und wir können jetzt natürlich die Daumen drücken, dass da was geht. Ansonsten starten wir das Ding einfach neu. Ich finde das. Vaskar, du schreibst einen wunderschönen Donnerstag auch euch beiden und viel Erfolg. Hat ja jetzt nicht geklappt. Das hättest du uns früher wünschen müssen. Genau, und danach spielen wir noch ein Multiplayer-Spiel. Aber das spielen wir dann zu viert. Mehr will ich nicht sagen. Es macht Spaß. Ja, es ist nicht ganz so aktuell wie Rainbow Six Siege, aber es macht Spaß. Und darum geht's doch. Um Liebe. Und so Zeugs. Und das Spaß macht, glaube ich. Ja, ich finde, bisher. Macht schon ganz gut. Soll ich eben. Will jemand aus der DG mal kurz hier Neustart am PC was machen? Jungs? Oder kann ich? Wollt ihr neu starten? Ja. Zumindest okay, ich nicht den Rechner drücken. Neu starten, sondern einfach nur das Spiel nochmal neu. Das hat sich nämlich. Regel ich kurz. Moment. Ah, schön, diese Raucheffekte da. Das finde ich gut. Ja, ich denke auch schon mal. Schon mal ein guter optischer Effekt. Da kann man auch mal sagen, ne? Rainbow Six Siege. Der draußen hupt ein Auto, als wäre es. Der guckt draußen den Stream wahrscheinlich auf dem Handy. Jetzt macht halt ihr Pisser. So, gibt es denn schon Fragen zum Spiel irgendwie oder zur Alpha? Spielen, bitte. Spielen, klicken, Julius. Spielen, klicken. Ja, es ist noch geht halt nicht, wenn. Ich muss es wahrscheinlich noch nicht richtig beendet gerade. Ach so, entschuldige. Ein Stecker wurde herausgezogen. Was ist das denn? Ja, okay, dann unterhalten wir uns einfach mal. Ja. Tobi, ich habe noch nicht so viel Fragen im Chat, deswegen. Marco, wir sind schon bildtechnisch bei uns und nicht auf dem PC, oder? Ja. Du musst im Task Manager musst du es raushauen. Dann geht's. Muss die Hose. Ach so. Gott sei Dank, mischt Adrian kräftig im Chat mit Berster Leberkäse überhaupt. Der ist zum Zerbersten lecker. Da habe ich es gerade gesehen. Irgendwo habe ich Rainbows. Leberkäse. Ja, genau. Tobi, da zu der. Ja. In diesem Fall.
Warte mal, ich möchte euch gerne ein Paket schicken, aber ich kenne die Adresse nicht. Kommt drauf an, was in dem Paket ist. Damit oder? Hat Tobi, denke ich, alles beantwortet. Ja. Schick uns doch mal, wir haben die Adresse, müssen wir auf Facebook stehen haben. Da kannst du gucken. Ich verrate es nämlich nicht. Du verrätst sie nicht? Nee, glaube ich nicht. So. Jedenfalls Settings auf strikt, habe ich gerade gelesen. Ne? Das ist natürlich nicht so gut. Was? Die NAT. Unser NAT ist auf strikt, habe ich gerade gesehen. Ja, vielleicht haben wir jetzt Glück. Auf jeden Fall drin. Tobi, derzeit die wichtigste Frage, sagst du Leberkäse oder Leberkäse? Ich sag Leberkäse mittlerweile tatsächlich. Ich weiß nicht, was richtig ist. Ich bin ja kein Bayer. Was ist denn offiziell bayerisch richtig? Da, ehrlich gesagt, bin ich überfragt, ob das nicht regional auch wieder ein Unterschied ist. Ich kenne es ja von zu Hause als Fleischkäse. Das ist so widerlich. Ja. Fleischkäse ist... Was es ja auch aber eigentlich ist. Ja, ja schon. Käse aber ist natürlich auch immer komisch, aber ich sage Leberkäse mittlerweile, Leberkässemmel. Ich hätte gerne warme Leberkässemmel. Ich hätte gerne warme Leberkässemmel. Es scheint zu funktionieren. Oh ja, ich setze meine Siege-Brille auf. Und hier sind wir direkt schon im Operatoren-Auswahlmenü. Also man kann spezielle Klassen, kann man das nennen, kann man auswählen, die verschiedene Vorteile, Stärken, Schwächen haben. Schön auch, dass wir den Voice-Chat eigentlich ausgestellt haben und ich gerade schon jemanden gehört habe. Die Klassen erklärst du uns vielleicht nachher noch, wenn du Lust hast. Also, das ist das Haus, ne? Das ist das Haus. Das kennt man aus leider kein Flugzeug, noch nicht. Und da wird eben am Anfang abgestimmt, wo man die Geisel jetzt platzieren möchte. Also von wo der Ausgangspunkt ist für diese Runde. Achso, du bist jetzt ein, muss man vielleicht dazu sagen, wie wir sind es, 5 gegen 5? Es sind 5 gegen 5. Terroristen gegen, beziehungsweise Geiselnehmer, beziehungsweise Terroristen gegen Polizeieinheit quasi. Ja, genau. Du bist jetzt gerade auf der Seite der Bösen, habe ich das jetzt richtig gesehen? Genau. Okay. Sind es dann eigentlich die gleichen Klassen, bloß eben einfach nur teambasiert halt optisch unterschiedlich? Oder? Ja, okay. Also jeder hat halt eine spezielle Eigenart, beziehungsweise spezielle Breaching Charges oder so, wo du halt durch Türen durchkommst und die ergänzen sich dann teilweise. Es gibt Klassen zum Beispiel, einer hat einen fetten Hammer dabei, der dann halt durch Türen irgendwie durchgehen kann und eine Klasse hat dann halt EMP-Granaten, die sie durch die Tür durchwerfen kann. Die beiden funktionieren dann besonders gut zusammen. Die gibt es aber beide dann, die gibt es auf beiden Seiten? Ja, genau. Okay. Es gibt auf jeder Seite sowohl angreifende Klassen als auch verteidigende Klassen. Was spielst du bisher nach deiner reichhaltigen 3-Runden-Erfahrung? Eher defensiv habe ich bisher ausprobiert. Okay. Weil ich eher so bei solchen Spielen bin ich dann tatsächlich auch der sehr vorsichtige Spieler. Ja. Und jetzt gibt es wieder ein Problem. Das hat jetzt so gut ausgesehen, oder? War das vorher schon? Das war jetzt schon tatsächlich die Auswahlphase. Und jedes Match in Rainbow Six Siege besteht auch aus 2 Phasen. Da wären wir jetzt dann im nächsten Schritt eigentlich hingekommen, aber offensichtlich gut. Funktioniert das nicht? Wie lange dauert es denn normalerweise? Hätte schon was passieren müssen, ne? Ja. Julius, oder? Muss ich wieder eingreifen? Oder mal du musst wieder eingreifen. Es tut uns auch leid, liebe Zuschauer. Vielleicht den PC mal ganz neu starten. Ich weiß nicht, ob es jetzt am PC liegt oder am Game, also komisch. Also vorhin bei den Tests hat es jedenfalls noch funktioniert. Zumindest, dass man spielen konnte. Es geht los. Nichts tun. Bleib cool. Nichts tun. Alles gut. So, jetzt sind wir hier in der Vorbereitungsphase. Das ist die Vorbereitungsphase. Genau, das ist die erste Phase auch bei den Defendern. Zur angreifenden Seite kommen wir dann ja gleich noch. Wir haben jetzt hier 30 Sekunden, oder ich glaube, es ist insgesamt eine Minute, die man dann Zeit hat, sich hier eben zu verbarrikadieren in der Bude. Flo, du musst unbedingt noch was dazu sagen, dass Tobi gerade auf PC spielt, aber mit Controller, ne? Also es ist so, wir wollten das eigentlich vermeiden. Ist doch keinem aufgefallen eigentlich, oder? Das wäre den Leuten schon aufgefallen, glaub mir. Tobi, was wenige wissen, dass Tobias Veltin die meisten Ego-Shooter mit seinem Penis steuert. Deswegen hat das Gamepad auch im Stich. Das ist hier, ich tue nur so, als würde ich meine Finger bewegen. Die Penis steuert. Nee, es ist auch, man nennt ihn ja auch den Eichelmaster. Auf jeden Fall. Es ist so, dass der Tobi von der Gamecrew ist, sprich ein PC-Kack-Noob. Eingefleischter Consolero von Beginn an. Ja. Man muss mich eigentlich prügeln, mit Maus und Tastatur zu spielen. Und da Rainbow Six Siege eben anbietet, dass ich das Spiel auch mit einem Controller spielen kann, tue ich das hiermit. Und da habe ich dann wieder Respekt vor, dass Tobi das so durchzieht. Wir werden jetzt auch gleich sehen, ob er es gut kann. Wobei ich das Maul nicht aufreißen darf, weil ich die letzten Jahre eigentlich dann seltenst PC gespielt habe und auch immer nur ganz zackertelfett auf der Couch lag mit der Konsole.
Also mit der Konsole auf der Couch in einer Decke eingelegt. Ja, natürlich. Das klemmt man, ja. Ja, und dementsprechend, ich würde mich wahrscheinlich mit Maus und Tastatur gerade auch dämlich anstellen. Ich mache es aber auch mit dem Gamepad. Ich bin eh live nicht der Supertyp. Ich spiele halt tatsächlich so selten die Shooter auf dem PC, dass ich immer dann wieder nachfragen muss, wo ist jetzt Sprinten, wo ist um die Ecke lehnen. Das ist krass. Also das weiß ich ja, aber ich habe gestern Tobi auch gefragt, ob er denn weiß, was die Shift-Taste normalerweise in Ego-Shootern bedeutet. Nee, wusste er nicht. Da weißt du dann Bescheid. Solero mit Leib und Seele. Er findet aber, ich meine, macht ja auch nichts. Wenn es dir schon angebietet wird. Ja. Um es so. Ah, oh, ja. Direkt tot. Aber es war Mama-Kind. Ja. Da habe ich jetzt tatsächlich zu wenig schnell reagiert. Und man sieht auch hier, sieht man schon so ein bisschen diese Zerstörungs-Engine. Das Spiel hat hier und da natürlich noch ein paar Probleme technisch, sieht halt jetzt auch noch nicht so dolle aus, ist eben noch eine frühe Alpha-Version. Muss man vielleicht auch dazu sagen, dass dass in Optionsmenüs noch keine also bis auf die Auflösung nichts veränderbar ist, einfach weil klar, Closed Alpha, ja. Wollen die Leute natürlich schon, die Entwickler schon schauen, dass es halt gleich geschaltet ist, dass es da nicht irgendwie, wie hat der Julius vorher gesagt, dann ist es besser messbar. In dieser Phase geht es ja prinzipiell auch eher darum, nochmal irgendwie Netzwerkcode und sowas alles zu gucken, dass das überhaupt funktioniert. Ja, eben. Wie gesagt, man muss halt sagen, es ist Closed Alpha, deswegen haben wir gerade auch gemerkt, passiert es halt mal. Ich liege eigentlich immer in die rechte Kamera, haben wir eh schon geswitcht? Weiß es gar nicht. Du kannst in die Kamera reden, die du möchtest. Ich bin so aufmerksam, ich passe das denn an. Hey, der Julius, ne? Ich sag's dir, der ist auf Zack, sag ich ja. Lernt schnell. Der hat auch mal ein halbes Jahr in Roberto Blancos Unterhose gelebt. Und da den Mietvertrag gekündigt. Dark Turion schreibt, kann man auch ohne Taktik bzw. alleine was erreichen? Schwierig. Also man sollte schon zusammenarbeiten und deswegen verwundert es mich auch ein bisschen, dass es in der Alpha noch keine Möglichkeit gibt, Matchmaking in irgendeiner Form jetzt zu genau, haben. Das darf ich komplett vergessen zu erwähnen. Genau. Nämlich, wir wollten heute eigentlich am PC zu zweit im Team spielen. Die Closed Alpha haben wir auch nochmal bei Ubisoft nachgefragt, hat kein Matchmaking. Über Uplay hat das so nicht geklappt, wie wir das gerne gehabt hätten. Heißt aber nicht, dass wenn das Spiel Spaß macht und geht dann mal in die Closed Beta oder so und wir kriegen Keys, hallo Ubisoft, wir kriegen Keys, dann würden wir schon auch mal uns nochmal hinhocken und das mal zu zweit zocken oder gar zu viert oder so. Das wäre natürlich auch geil. Muss ich kurz dazwischen grätschen nochmal. Nitro Master schreibt, High Five hat keine Qualitätseinstellungen derzeit, weil wir nicht im Partnerprogramm sind. Das stimmt leider noch. Kann sich jetzt nur noch hoffentlich um mehrere Jahre handeln. Nein, sollte demnächst geändert werden. Dann habt ihr auch die Möglichkeit, eben auf Low, Medium und High zu stellen. Sorry deswegen. Leider liegt es nicht an mir. Das habe ich schön gesagt. Jetzt bin ich hier nach mir die Sintflut. Ich bin raus. Fein aus raus. Der So. Alicia im Wunderland grüßt Adrian. Namenswunder grüßt uns alle. Ali Claim. Vaskalu, Story-Modus gibt's nicht? Oder doch? Das ist ganz spannend. Wir haben ja vorhin schon ein bisschen drüber gequatscht und ich habe gesagt, ich fände es mal total geil, wenn Ubisoft ein Statement abgeben würde und sagen würde, wir bringen jetzt dieses Spiel nur Multiplayer, 40 €, so bringen wir es raus. Ohne versuchen da irgendwie noch so einen angeflanschten Story-Modus dran. Ich nehme an, dass es einen Story-Modus geben wird. Jetzt ist natürlich auch die Frage da an euch, findet ihr das gut? Bei so einem Spiel dann noch einen Story-Modus zu haben, braucht man das unbedingt bei so einem Spiel? Gerade wo Ubisoft jetzt ja da die Multiplayer-Komponente so groß in den Vordergrund rückt. Also ich spiele halt gern Multiplayer-Spiele. Mir würde das eigentlich reichen, obwohl ich natürlich auch immer so eine Story-Kampagne gerne dabei habe. Aber die wirkt ja heutzutage oft recht angeklatscht oder lieblos oder was auch immer. Ja. Das ist halt auch gerade, wenn du es vergleichst zum Beispiel mit Battlefield, Bad Company zum Beispiel. Genau. Das ist halt einfach komplett darauf ausgerichtet. Aber da gab es Bad Company, gab es dann Multiplayer? Ich glaube trotzdem. Ja, aber da war es halt einfach die Ausrichtung anders. Und das ist halt einfach nochmal ein riesen Unterschied. Strider X sagt zu Recht, auch auf Low ist der Stream scharf, solange der Heider im Bild ist. Siehst du? Dann passt das Smiley aber nicht so ganz. Das sieht nicht so aus. Einfach ein bisschen Terroristen her. Muss ich kurz dazu sagen, die Runden sind immer auf 5 Minuten aus. Genau, 5 Minuten. Weil hier, du bist jetzt in der Vorbereitungsphase. Genau, es gibt wie gesagt immer eine Vorbereitungsphase und eine Actionphase. Ja, und in der Vorbereitungsphase habe ich jetzt eben als Angreifer habe ich die Möglichkeit, so ein bisschen mit so einer fahrbaren Drohne da auszuspionieren, was die da machen. Und im Idealfall erkenne ich dann auch schon, wo die Geisel ist, dass man dann so einen kleinen Vorteil hat und sich orientieren kann. Also Map-Kenntnis ist natürlich auch das A und O hier. Ja. Und da die Karten relativ kompakt sind,
dürfte das auch relativ schnell gehen. Wie gesagt, ich tue mich da im Moment noch ein bisschen schwer. Mir fehlt da jetzt so ein bisschen die Erfahrung auch. Aber ich halte mich jetzt hier mal an diesen Kollegen, der sieht so aus, als könnte er es. Und wüsste, wo was ist. Also hier ist jetzt dieses Hauptding. Nitro Master schreibt übrigens, gerade im offiziellen Ubi-Stream letzte Woche haben sie Singleplayer bestätigt, aber Hauptaugenmerk liegt erstmal auf Multiplayer, der nachfolgenden Story und auch Koop-Modus. Kann man machen, es ist halt, wie gesagt, immer so die Frage, macht man es dann gleich, lässt man den weg und bietet es günstiger an? Ja, vor allem die Qualität eben des Story-Modus. Also einen gut gemachten spiele ich natürlich immer gern, aber die Gefahr ist eben bei so einem Multiplayer-zentrierten Spiel, wie es ja auch Rainbow Six Siege einfach wird, was mich ja auch freut, ist halt eben immer die Gefahr da, dass man da vielleicht so ein bisschen, ja, schludert. Das ist halt, fände ich tatsächlich da mal interessant zu sagen, man haut wirklich das Ding halt mal für 40 Öcken raus und sagt dann später, nach einem halben Jahr, dreiviertel Jahr, hey, wer möchte? Wir hätten als DLC quasi, also als wirklich ja dann optional oder als Add-on einen Singleplayer. Ja, genau. Für den haben wir uns auch Zeug genommen, kostet dann 20 Öcken oder so. Genau. So quasi wie so ein, ja, halt nicht Full-Price-Titel oder so, das ist halt so klar, so wie so ein Download-Ding halt. Vielleicht dann eben auch einfach nur eben als DLC. Das wäre eigentlich schon auch eine coole Sache. Das war jetzt der Hammer. Ich glaube, das aber schon, ich meine, wenn man das richtig anstellt, könnte schon auch gut sein. Vaskalu schreibt, wie viele verschiedene Levels denkt ihr, weiß ich nicht, weil mein Chat nach unten gescrollt ist, denkt ihr, wird es geben? Also keine 20 verschiedenen Häuser, sondern auch andere Locations. Da. Fuck! Ja, ich denke, da kann ich Tobi auch mal recht geben. Da kann man klar sagen, fuck. Was war die Frage? Sorry, ich war gerade im Duell und habe verloren. Im Duett. Da hast du jetzt ordentlich wenig mit Schlitz gespielt. Ja. Oh, ich hau alles um. Das mach ich dann gleich. Wie viele Levels glaubst du, wird das geben, beziehungsweise Locations? Das ist natürlich jetzt nur generell Mutmaßung, also, denke ich. Maps jetzt, Multiplayer. Ja, Maps, Mutmaßung. Aber nicht im Sinne von halt, keine Ahnung, wie viele Häuser, sondern schon unterschiedliche Locations. Also Flughafen, Haus, schwierig, kann man wahrscheinlich nicht sagen. Schwierig, ja. Da gibt es noch keine Infos. Könnte mir gut vorstellen, dass es halt wieder irgendwas über DLC gibt und so. Ja. Das ist auch so, da hoffe ich halt drauf, wie bei jedem Spiel eigentlich, aber gerade zum Multiplayer, dass halt nicht irgendwie dann die Hälfte noch als DLC dazukommt, sondern halt wirklich das Grundpaket schon stimmt. Weil ich finde, wenn du DLCs funktionieren für mich immer dann, wenn ich sage, ich habe trotzdem als mit meinem Vollpreisspiel eine vollwertige, richtig gute Spielerfahrung und viel Auswahl. Ja. Und dann ist so ein DLC echt noch so der Zuckerguss drauf, dass ich sage, da gibt es nochmal richtig coole Sachen, günstiger, passt. Solange es dann aber auch das Hauptspiel nicht irgendwie negativ beeinflusst ist. Wenn jemand halt 15 Euro bezahlt, dass er dann irgendwelche Vorteile hätte. Achso, nee, ich meinte tatsächlich zum Beispiel einfach neue Maps. Ja, genau. Ja, vor allem neue Maps dann in dem Fall. Ja. Und gut gemachte neue Maps sind halt tatsächlich auch immer ein Grund, da zuzuschlagen. Ja. Wenn du genügend im Hauptspiel schon hast und sagst, ja gut, das hätte, finde ich, trotzdem Battlefield auch immer gut gemacht. Ja. Also die hatten eine gute Auswahl und dann trotzdem immer noch was Gutes nachgehauen. Also, ja, manche sagen ja dann lieber, also nichts dahingestudertes. Ich glaube, da sind immer alle einer Meinung. Und auch Story im Sinne wie bei den SWAT-Teilen würde ihnen gefallen. Wenn die Story-Koop-Missionen, die geil wären, fände ich auch der Hammer. Ja. Die dann wirklich auch auf Koop ausgelegt sind. Ich bin ja eh der Meinung, dass Koop viel zu stiefmütterlich behandelt wird, immer wieder mal. Da gibt es so Phasen, da hast du immer öfter was. Das fand ich ja immer, egal wie schlecht teilweise die Resident Evil-Teile waren, die neueren, wobei auch nicht alle, aber auch der Sechser. Der Sechser ist halt nicht wirklich Resident Evil. Ich hab mal auch mit einem Kumpel im Koop gespielt, aber nur im Koop. Genau. Und da, wir hatten da auch unseren Spaß. Finde ich auch. Aber es ist halt Resident Evil. Ja. Und Resident Evil, naja. Aber du hast halt zumindest, also ich finde, da haut es einfach der Koop-Modus wenigstens raus, weil alleine ist halt gar nichts, weil das Ding ja auch so lang dauert. Wie seid ihr an die Alpha gekommen, die Birne? Ja, Ubisoft hat uns ein paar Keys geschickt. Ja, also war recht simpel. Wir haben Leute überfallen in einem Haus und haben Geiseln genommen. Nein, wir haben natürlich bei Ubisoft lieb gefragt. Wir würden gerne an der Closed Alpha teilnehmen. Ja. Könnt ihr uns da ein paar Keys schicken? Dient ja auch, muss man dazu sagen, Tobi halt zu Preview-Zwecken und so weiter. Muss man es ja auch schauen, wo er bleibt. Richtig. Ist ja nicht so wie bei uns unten. Ich wollte ja auch mal sehen, wie es funktioniert, dieses Spiel. Weil ich mich ja auch drauf freue. Rainbow Six war immer klasse. Hab ich immer gern gespielt. Anime-Fan schreibt, wird Rainbow Six auch in anderen Versionen mit anderen Preisklassen. Nee, wird Rainbow Six, entschuldige, auch andere Versionen mit anderen Preisklassen haben wie Battlefield? Weiß ich nicht, ob da schon was. Es gibt, also ich weiß, dass es eine Special Edition geben wird, wenn darauf die Frage abzielt. Aber jetzt so unterschiedliche mit Paketen, DLC, da ist jetzt Operator 1, 2, 3 drin und in dem anderen dann vielleicht nur 2, 3, das weiß ich nicht.
Ja. Gibt es auch noch keine Infos zu. Moment. Da war doch was, da war doch was. Ups. Bin ja gespannt, wann du deinen ersten Kill machst. Wann ich meinen ersten Kill mache. Aber der hat eventuell hier schon. Yes! Ich hatte ja schon die Befürchtung, dass die ganze Stunde jetzt kein einziger Kill zustande kommt, aber das war jetzt Gott sei Dank, jetzt kann ich gehen. Kann ich jetzt gehen? Lädt deine Energie wieder nach, weil du immer noch so gräulich bist? Also aus. Beziehungsweise ich sehe gerade, du hast 15 Kevlar-Weste scheinbar noch. Ja. Da. Und danach bist du quasi danach bin ich kaputt. Ja. Okay. Du hältst eh nicht viel aus, ne? Nee. Also Mann im Spiel quasi. Ja. Man sieht das ja auch, wie vorsichtig sich hier die Teamkollegen alle bewegen. Also das geht recht fix. Und wie gesagt, auch nur ein Leben. Und da ist es dann eben zu Ende, wenn man down ist. Das ist natürlich. Ja, weiß ich nicht. Ich meine, dann sind diese Beschränkungen auf 5 Minuten tatsächlich auch nicht schlecht, oder? Ja. Weil sonst wird es ein bisschen sehr nervig. Ich habe gestern noch mit dem André Peschke gesprochen und der findet diese Beschränkung eher schlecht. Also, weil dich das Spiel dann doch so ein bisschen hetzt irgendwie. Und gerade bei einem Spiel, wo es ja darum geht, irgendwie vorsichtig vorzugehen, vielleicht mal Dinge abzusichern oder halt genau zu gucken, wo die Gegner sind. Ja, ist das halt natürlich so ein bisschen kontraproduktiv. Andererseits verhindert es natürlich auch, dass man da irgendwie zu lang irgendwie Larifari spielt. Und ach, das von hinten. Shit. Der saß auch einfach nur in der Ecke, oder? Mit seinem Schild. Ja, okay. Die haben sein Schild. Aber ist es jetzt nur für die Alpha, diese 5-Minuten-Sache? Oder weiß man da schon, ob das. Kann man noch nicht sagen. Ich denke, sie werden jetzt auch austesten, wie die Leute, die Alpha gespielt haben, das angenommen haben. Es wird ja eine große Feedback-Runde dann, denke ich mal, geben. Ja. Also wird ja auch gewünscht, da Feedback zur Alpha dann abzugeben. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass sie da groß was ändern. Aber man wird sich ja auch die Zeiten dann einstellen können. Also wenn du selber Spiele aufmachst und so. Ich glaube bloß, wenn es. Also ich verstehe Peschkes. Bedenken oder Peschkes Grüße. Grüße. Hallo Peschke, die schauen sie eh nicht zu. Das Problem ist nur, ich glaube, da wäre es halt wirklich so, wenn du sagst, du stirbst pro Match einmal und dann bist du weg und das Ding wird halt jetzt 10 Minuten dauern. Ja. Und du stirbst nach 2 Minuten. Ja, das stimmt. Das ist lame. Also wenn, dann müsste man halt einfach sagen, gut, die Runden sind länger, aber dann müsste halt spawnen möglichst. Was war Counter-Strike früher? 2 Minuten? Ui, ja. Counter-Strike nie so viel. Weil ich wollte gerade sagen, damals war man doch auch ständig tot und musste aber ewig zuschauen. Na Moment, aber bei Counter-Strike gab es doch auch Runden wie Geiselbefreiung und so, war das ja ähnlich, dass man nur ein Leben hatte und wenn halt das gegnerische Team bzw. das eigene Team dann komplett tot war, dann stimmt, war Schicht. Aber da kam es mir irgendwie schneller vor alles. Ja, mir auch. Deswegen überlege ich jetzt, ob das nicht damals auch so lang war. Aber ich könnte es dir nicht sicher sagen. Auf jeden Fall 5 Minuten, da scheiden sich im Moment noch die Geister. Mhm. Ich finde es okay, also bei dem, was ich bis jetzt halt gesehen habe, ganz gut abgemessen. Das ist dann natürlich auch immer eine Frage, wie so ein Team halt zusammenspielt. Ganz wichtig ist natürlich, wenn sich so ein Team gefunden hat mit 5 Leuten, die gehen dann natürlich völlig anders vor als ein Team von zusammengewürfelten Leuten wie jetzt hier. Ja. Und deswegen ist es halt schade, dass wir jetzt hier nicht zu zweit das einfach mal hätten ausprobieren können. Das ist halt, wie gesagt, das mit diesem Matchmaking. Sonst wäre das ja. Weil Ubisoft betont auch, und es steht auch hier in diesem schlauen Buch, was man zu dieser Alpha dazu bekommen hat, dass man ja kommuniziert und ja auf die Kommunikation achtet, weil das ja ganz wichtig ist. Und ja, das kann man natürlich machen mit diesen wildfremden Leuten, mit denen man dann hier zusammen spielt. Aber seien wir ja mal ehrlich, und da wird mir, glaube ich, auch jeder beipflichten, dass es einfach viel cooler ist, wenn du mit Leuten spielst, die du kennst. Wie gesagt, vielleicht stellen wir uns auch gerade wahnsinnig doof an. Hey, Miss Mad Hatter, hallo! Wie du es euch sagte. Hallo! spielen gerade. Das Rainbow. Problem an der Sache ist halt einfach, gerade da jetzt mit der Closed Alpha, ohne da jetzt bashen zu wollen oder so, aber das bietet sich halt so an, dass du sagst, hey, 5 Leute in einem Team total am... Ja, klar. Ich habe ein bisschen Angst für Adrian. Total. Was passiert da? Oh Gott! Adrian schleicht sich an. Wird sich halt total anbieten, dass man da irgendwie sich zu 5 abspricht. Was machst du denn da? Ich mache hier so einen Sexual Charge? Ja. Kannst du das jetzt... Willst du ihn wegsprengen? Wie ist denn mit Friendly Fire? Warum müsste das hier? Müsste das hier nicht losgehen? Verdammt. Der Typ vor der Tür wird dich lassen. Kannst du vielleicht nochmal wechseln, weil gerade war... Achso, nee. Gesundheit! Ich hab hier nur... Was? Hat er es weggeschossen?
Ja, ist normal. Ja. Aber hier sieht man auch die Zerstörung. Von der hat er jetzt tatsächlich. Hallo, Freunde. Ja, hier sieht man auch die Zerstörung. Die Zerstörung des Tobias Felten. Ich wurde selbst zerstört. Mongo Bongo, hab gerade angemacht. Christian, High Five und alle anderen. Mongo Bongo, grüß dich. So, Nitromaster schreibt beim Counter-Strike Global Offensive. Matchmaking ist man auch auf die Kommunikation mit Wildfremden angewiesen. Klar, mit Freunden macht es mehr Spaß und funzt auch besser, aber in den höheren Rängen funktioniert das zumindest in Counter-Strike Go auch sehr gut. Nee, verstehe ich, Nitromaster. Der Punkt ist nur, natürlich wäre es schön trotzdem, wenn man gerade die Möglichkeit hätte, das tun zu können. Weil in unserem Fall wäre es halt jetzt fantastisch gewesen, hätten wir zu zweit. Exakt. Edwin macht mir unglaublich Angst da hinten. Seht ihr den eigentlich von hier? Wie er grinst. Der macht den... Der hat schon wieder Unsinn im Sinn. Du musst draußen ans Fenster gehen. Das kann ich nur empfehlen. Das war spaßig. Es wäre so geil, wenn der Edwin mit dem Auto so reinfährt durchs Fenster. Hallo! Erschrocken. Na? Gut, soviel zum Thema Friendly Fire, sagt Rattus Online. Was ist hier los? Achso, der ist so ein. Kannst du den jetzt irgendwie wiederbeleben? Achso, ne, das passt halt schon. Hat der den jetzt. Wie hat der den? Ja, das ist manchmal hier so ein bisschen. Oh, ich glaube hinter. Ja, zu spät gesehen. Mama Kind schon wieder, der mag dich nicht. Ja. Wie vermalt Sam ist. Ich kann es nicht lesen. Sam ist ein. Das ist ein. Gesundheit. Und Alicia im Wunderland wünscht auch Gesundheit. Ist doch schön. Ist das so? Ich würde gerne noch ein paar Kills machen. Ach, ich sehe gerade wegen Anime-Fan, war das die Frage vorher mit dem TS-Server? Da habe ich schon eine Mail bekommen, das muss alles noch abgeklärt werden. So grundsätzlich finde ich die Idee nicht schlecht, aber bitte um Geduld noch. Genau. Das Spiel ist schon in der Alpha-Guy, sagt Manu. Was sagt Tobi dazu? Die paar Spiele, die ich jetzt gespielt habe, ich mag halt dieses Prinzip, 5 gegen 5, Close Quarter, irgendwie ein bisschen taktischer, schnell mal drauf gehen, natürlich mit dem Controller, langsam zielen können und so, klar, stehe ich drauf. Die Zerstörung kommt mir noch so ein bisschen komisch vor, also irgendwie in dem Trailer damals wurde ja irgendwie alles zerballert, also das komplette Haus war danach ja irgendwie komplett zerschossen. Das ist hier noch nicht möglich. Klar, an vielen Stellen geht das, aber irgendwie noch nicht so, wie ich das erwartet habe. Also es ist ein nicht revolutionär neues Zerstörungssystem. Aber ich würde mir halt wünschen, mit Leuten zusammenzuspielen, die ebenfalls dieses Spiel spielen, dass man halt diese Koop-Komponente mal ausprobieren kann, weil dann machen mir diese Spiele halt deutlich mehr Spaß. Auch von diesen Operators, da habe ich jetzt natürlich jeden Mal einfach ausprobiert. Da muss man halt nochmal reinkommen, gerade weil die in Kombination ja einfach sehr gut funktionieren. Weil ich da auch gerade die Frage schon gesehen habe, welche gibt es denn? Könnte ich jetzt natürlich alle aufzählen, aber die stehen hier in diesem Büchlein alle drin. Aber hier sieht man das schon, obwohl jetzt natürlich nicht mehr. Ich hätte jetzt Bock auf das Flughafen-Level, ne? Das habe ich kurz mal gesehen. Ja, es ist unglaublich, dass jetzt tatsächlich auch nur dieses Haus kommt. Kintro schreibt, warum sind heute so wenig Zuschauer da? Ja, weil ihr euren Freunden nicht Bescheid gegeben habt. Toll. Nein. Weil ich da bin. Nein. Und ich so schlecht spiele. Nee, der Obermeier zieht halt auch so viele Fans an. Deswegen waren es gestern mehr. Macht doch nichts. Alles gut. Ja. Wir kriegen das hin. Es sind zumindest jetzt nicht plötzlich wieder weniger geworden. Vielleicht werden es mehr, wenn der Flughafen, der Flugzeuglevel jetzt kommt. Wenn dieses Flugzeugdings kommt, dann sagt es allen weiter, dann hier Alarm. Wichtig. Nitromaster wünscht sich Infos zum Zerstörungssystem, hat aber dann festgestellt, dass Tobi schon was dazu sagt. Ja. Weil so sind wir. Das ist halt das Tolle. Ich werde jetzt übrigens bei denen immer die Kameras wechseln, damit Julius auch ordentlich was zu tun hat. Mein Team wird mich sicher hassen, aber ich werde hier mal so durchschießen. Hier tut sich dann wenig. Aber hier zum Beispiel diese Barrikaden, die man dann bauen kann, die sind dann halt komplett zerstörbar. Und das sieht auch ganz cool aus. In dem Flugzeug, was man hier jetzt leider nicht sieht, aber das habe ich schon gesehen, fallen dann auch so Lichtstrahlen irgendwie dann durch die Einschusslöcher dann durch. Und das sieht schon ganz cool aus. Kann die jeder bauen? Von den Verteidigern ja. Also du kannst einfach irgendwo hingehen. Manche haben dann aber noch so Spezialverteidigungsmechanismen, wie zum Beispiel so ein Stacheldraht, der dann irgendwie auf dem Boden liegt oder so, wo man dann nicht drüber kommt, so ohne weiteres. Aber ich kann jetzt hier auch überall, meine Teamkollegen haben das leider schon überall erledigt, aber ich kann jetzt hier einfach irgendwo hingehen und sagen, Barricade. Ah, okay. Und dann ist hier verbarrikadiert.
Jungens in der DG, Josh der Frosch oder Josh der Frosch, schreibt, vielleicht schreibt er mal in den Titel, dass er Rainbow Six Siege spielt. Macht Marco gerade, haben wir gerade auch schon gelesen. Merkst du diesen ne, Ton, den er hier an den Tag legt, der Julius? Wird immer frecher, oder? Ton. Ich hab's. Der geht halt ab, ne? Ja. Das sollte meine Kompetenzstimme sein. Das war deine Zickenstimme. Scheiße. Ja, vielleicht ist das dasselbe bei mir. Achso, Kompetenz und Zickerei liegt bei dir ganz nah beieinander. Das ist quasi eins. Oh, ich habe jemanden erschossen. Was? Nein. Breaking News. Du Kackmörder. Kann ja wohl nicht sein. Mongo Bongo, die beste Frage, kann man eigentlich die Geisel auch einfach erschießen? Das geht, ja. Aber das ist dann natürlich schlecht für beide Seiten. Also als Terrorist darf man das natürlich auch nicht, weil sonst das Spiel sofort vorbei. Und für die Polizisten bzw. Angreifer gilt das natürlich in besonderem Maße. Mach das einfach mal bitte 5 Spiele hintereinander, Tobi, und guck mal, ob die Leute noch mit dir spielen wollen danach. Die Geisel erschießen? Aber ich will ja Leute, die zumindest dann hier zu Demonstrationszwecken mit mir. Enemies have the hostage, ja. Okay. Hostage Killer. Der Ton ist weg. Was? Ich bin auch, glaube ich, noch. Der Ton ist alleine? Nee. Alles gut, alles gut. So. Nitro Master schreibt, kann man unendlich viele. Nee, Entschuldigung. Hat man unendlich viele Barrikaden dabei oder kann man beispielsweise maximal 5 Fenster, 2 Türen und 2 Wände dicht machen? Also von dem, was ich jetzt bisher gesehen habe, geht das tatsächlich unlimited. Okay. Also theoretisch, wenn man schnell genug ist, kann man, glaube ich, das komplette Haus verbarrikadieren. Aber man hat halt eben nur eine bestimmte Zeit, ich glaube eine Minute, und da ist es eigentlich unmöglich, überall was aufzustellen. Also man muss dann schon gucken, dass man bestimmte Punkte hat, die man vielleicht besonders absichert, wie eben den Raum mit der Geisel. Okay. Wie ist es da eigentlich? Ich habe vorhin mitgeklickt an der Tastatur, kannst du ein Lean machen, also quasi ja, genau. In den Raum hineinlehnen, kannst du das da auch? Das geht auch, das kann ich gleich mal zeigen. Das ist unglaublich. Und das ist natürlich gut, so, wenn du hinter einer Ecke stehst, gerade dass du halt wenig von deinem Körper dann zeigst, weil du eben schnell getroffen werden kannst und dann auch direkt so down bist. Ja. Strecken. Hallo. So Netzstrumpf. Das wäre aber geil, so könnte man den Gegner dann so ein bisschen irritieren, wenn dann auf einmal so in Kopfhöhe so ein Fuß. Das wäre halt der Hammer. Mit so einem Stöckelschuh. Das hätte dann so einen leicht humoristischen Charakter. Stell mal vor, er sprengt so die Wand und dann kommt er so ein Fuß. Reingehüpft. Wie geil das wäre. Oh. King Crow schreibt, Julius, Adrian und Marco sind zwar leider oft nur hinter der Kamera, machen da aber einen super Job, denke ich. Denke ich war wichtig. Ja, denke ich auch. Nee, sind super. Also gerade Adrian. Der mich immer. Hä, was? Wieso? Wer von euch hat jetzt gesagt, dieses Arschloch? Das hat Marco gesagt. Ich glaube auch. Der Asiate. Nee, das hat Adrian gesagt. Der Quoten, sorry. Nein, natürlich, nee, die machen einen super Job. Glaubt ihr, wenn Tobi und ich uns an uns Mischpult hocken würden, dann käme vieles bald raus, aber nichts Gutes. Also das wäre nicht schön. Nein, nee, machen natürlich eine gute Arbeit, super Arbeit. Die wären, wenn nicht Lieben da wären, Sie? Dann wären wir auch nicht da. Nee, dann wären wir am Boden. Ja. Oder wie Jimmy Blue Ochsenknecht so schön sagte, Sie sagen, ich wäre ohne meinen Vater nicht da, aber auch Sie wären ohne Ihren Vater nicht da. Jimmy Blue Ochsenknecht ist aber auch ein Quell unendlicher Inspiration. Ein philosophischer Hochgenuss. Der hat auch diese Wahnsinn Twitter-Beitrag gehabt. Ja, ja. Darauf musst du erst mal kommen, sag ich dir. Ja, Jimmy Blue ist ein Denker. Auf so eine Line. vermalt ist zum Beispiel nur wegen der Regie hier, das finde ich halt geil. Kannst ja vergessen. Vermalt finde ich auch cool. Die Fressen hier, die kannst du halt knicken, aber der Schnitt ist geil. Was Galus schreibt, gibt es auch verschiedene Arten von Barrikaden. Leichte, mittelschwere. Ja. Wo wir gerade da sind? Ja, ja auf jeden Fall. Das zeige ich hier direkt mal. Das passt nämlich wie die Faust aufs Auge. Hier mit dieser Klasse habe ich zum Beispiel die Möglichkeit, eine starke Barrikade zu errichten, die dann kugelsicher ist. Hier sieht man es dann. Und was ist jetzt da der Nachteil? Die war doch jetzt auch. Ich habe halt nur 3 davon. Ach, diese. Danke. Vorsicht. Für diese Frage. Denn dadurch wurde ich erschossen, als ich das demonstriert habe. Nein, aber das geht. Also verschiedene starke Barrikaden gibt's. Und manche von den verteidigenden Klassen haben eben noch die Möglichkeit, Zusatzmaterial wie Stacheldraht da irgendwo hinzulegen. Also das geht. Okay. Du hast bisher 2 Kills, Tobi? Ja. Danke, dass du nochmal darauf hinweist. Gut, dass man das nirgendwo sieht da. Alter, warte mal kurz. Aber 2 Kills. Und was machst du, Adrian? Hast du wolltest mich schon wieder erschrecken, oder was?
Wieso hockst du dann da hin? Cool wäre, wenn er jetzt einfach da aufgetaucht wäre oder so. Vor allem, wenn er jetzt immer noch da hockt und dann taucht noch mein Alien hier auf. Dann hätte ich auch Angst. Er hätte halt gerade einfach deine Maus nehmen sollen. Und dann halt so ein bisschen mit deinem Play. Das ist nicht lustig, Tobi Spielklatte. Der macht euch alle. Naja, viel schlechter kann es ja nicht werden, oder Tobi? Tobi hört nicht zu. Gott sei Dank. Tut mir leid, ich nehme es zurück. Dazu kommen wir gleich. Das liegt nur am Controller. Mongo Bongo, boah, Julius, wir machen dich nachher kaputt. Mongo Bongo, Flo, hast du eigentlich heute wieder deine geilen Schuhe an? Nee, ich habe Chucks an, ich finde die aber auch geil. So, und jetzt Nitro Master, zu Recht, Tobi. Erschossen. Ja, zu Recht erschossen. Nein, das finden wir nicht. Aus reinen Informationsgründen habe ich diesen Tod auf mich genommen, muss ich dazu sagen. Ne? Hier kommen Fragen, Tobi beantwortet die und zahlt dafür mit seinem Leben. Nur weil ich euch alle Infos hier geben möchte zu diesem Spiel. Das ist nicht so schön. Warum? Das wusste ich doch immer. Ach so. Ja. Warum? Aber wenn's dann nach einer Demonstrationsphase für eine starke Barrikade ist, nehme ich das gerne auf. Das stimmt. Die hätten nämlich normalerweise hier alles zerschossen, aber durch das... Aber dank mir werden wir diese Runde gewinnen. Heute kein Deutsch mehr. Hier sieht man übrigens gerade den Herzschlagsensor. Da kannst du dann auf eine bestimmte Distanz die Herztöne von Angreifern dann sehen. Alicia im Wunderland schreibt, Julius ist bestimmt Jimmys größtes Fangirl. Was die wenigsten wissen, Julius ist Jimmys kleiner Bruder. Hey Jimmy, hey what's up, can I have your autograph? Hey Jimmy, hey Jimmy. Hat man das gehört? Man hat das natürlich gehört, weil er verkabelt ist. Ach so, das sollte man vielleicht rückgängig machen. Marco der Killer. Julius, das hast du gesagt. Kann mal jemand STRG und Z drücken? Wieso spielt ihr Shooter mit Gamepad? Mit Maus ist das doch tausendmal präziser. Marco der Killer, ich glaube, du bist jetzt erst reingekommen. Tobi ist von der GamePro, ergo, der kann nicht PC. Der flippt da aus. Und deswegen hat er sich mutig ins Gefecht gegen andere PC-Spieler gestürzt mit dem Gamepad. Und dafür macht er sich doch recht menschlich passabel. Ja. Nein, in der Kürze der Zeit natürlich Maus und Tastatur auch eine Option, gerade das mit der Schnelligkeit des Zielens, klar. Aber ich fühle mich einfach wohler, wenn ich so ein Gamepad in der Hand habe. Und ich weiß immer sofort, wo was ist. Sprinten, hat nachladen. Hat jetzt auch nicht viel geholfen. Ne? Aber ich weiß, ich werde trotzdem hier niedergemacht. Oh. Mongo Bongo, floge dich ein High Five von dir. Das Niveau ist heute wieder extrem hoch. Wohin? Julius, sag an, welche Kamera? Mir egal, sag du. Rechts, du Zicke. Können wir? EMP-Granat. Nein, die wurde schon ausgelöst. Es ist so lustig. Gut. Ja, ich hoffe, das reicht. Es ist immer noch kein Flugzeug. Es tut mir leid. Es wird schwierig. Wie viel haben wir noch? Ja. Wie viel Zeit? Ja. Wie viel du willst. Wir könnten auch so lange spielen, bis das Flugzeug ist. Was ihr beschränkt habt? Was? Sich am Anfang vielleicht so eine Auswahl. Nein. Alles schon ausprobiert. Siehst du, wie Tobi langsam auch zickig wird? Ja. Ja, das ist okay. Du kannst ja gerne hier mal. Oh, Datus Online schreibt, Tobi. Ich kann das mit Maus. Tobi, versuch doch mal die Klasse mit dem Schild, das dürfte deine Rundenzeit etwas ausdehnen. Ladiana, Faust. Samba. Nehme ich gleich. Geht jetzt leider nicht mehr, der Switch. Ich finde diese Dinger auch total lustig. Das sieht so aus wie Katzenspielzeug irgendwie. Nitro Master schreibt, deswegen wurde das Crossplay von der Xbox-Version von CSGO und der PC-Version eingestellt, da Pro-Gamepad-Spieler sogar gegen mittelmäßige Maustastaturspieler verloren haben. Ja. Tobi hätte nicht verloren. Niemals. Ja, aber das hilft nichts. Da müssen wir jetzt durch. Ich kann das ja auch vollkommen nachvollziehen. Oder glaubt uns, wenn Tobi jetzt Maus und Tastatur hätte, wäre es halt auch nicht besser. Nee. Eher noch schlimmer wahrscheinlich. Ich höre Geräusche. Ja, das ist normal. War das im Spiel? Ja, so. Das ist, ich denke, da ist die Küche jetzt mal wieder explodiert. Ja, okay. Das ist normal. Doch, greppel doch mal auf, hier reppeln. Rappel. Kriege ich einen Rappel. Ach, du kannst ja auch wieder... Das Geile war, vorhin habe ich mich total kaputt gelacht, da war hier so ein Typ mit mir auf dem Dach und hat hier versucht, mit dem Hammer das Dach einzuschlagen. Schön wäre es aber gewesen, wenn es geklappt hätte. Ja. Dann hätte ich, glaube ich, noch mehr gelacht. Oder wenn das Haus komplett zusammengestürzt wäre. Hier sieht man das übrigens die Umgebungsgrafik. Das sieht aber ganz nett aus. Ja, finde ich auch. Für eine Alpha, wie gesagt. Siehst du die nochmal kurz? Nicht. Okay. Tut mir leid. Nicht. Da, jetzt hier, meinst du da? Achso, soll ich nochmal hoch? Nein. Ich kann aber. damit du nicht wieder stirbst. So, hier wird mal abgelenkt. Mal gucken, ob hier jemand... Mr. Rojas.
Hattet ihr schon mal Fans vor euren Büros gehabt? Julio steht morgen, jeden Morgen da, bis wir ihn reinlassen. Und es klappt immer wieder. Ja, ich hatte keine coole Antwort jetzt. Sie haben nichts gesagt. Du hast mich nur leise gestellt. Oh Mann. Mongo Bongo, muss man die Operator im Spiel auch teilweise mit Mikrotransaktionen freischalten? Also im fertigen Spiel, das kann ich mir nicht vorstellen. Also bei Ubisoft, klar, ist die Frage natürlich berechtigt. Aber ich denke, es wird zumindest am Anfang einen fixen Satz geben von Operators, die man dann hat. Was da natürlich zukünftig kommt, ob es da noch Operator-Klassen gibt, das weiß wahrscheinlich in diesem Moment nur Ubisoft. Wieso war jetzt der eine dann ausgegraut gerade, oder habe ich das jetzt nur... Die Dinger kannst du nicht mehr nehmen, weil die schon genommen wurden. Ach so. Also jeder kann tatsächlich nur eine Klasse dann nehmen. Also du kannst jetzt nicht diesen Castle-Typen zweimal nehmen. Ah, ich verstehe. Dann lassen sich die anderen aber gerade ordentlich Zeit, oder? Ja. Vielleicht sind wir auch nur zu viert. Was ist denn eigentlich mit dem Loadout? Das kannst du noch anpassen. Also es gibt unterschiedliche Waffen und Zweitwaffen und dann kannst du noch ein Item dir zuwählen. Okay. Also dass du zum Beispiel noch eine Granate hast oder eine Blendgranate oder so. Die kannst du dann nochmal separat auswählen. Also das kommt mir nachher noch kurz zeigen, weil jetzt sind wir ja endlich nicht im Flugzeuglevel angelangt. Vielleicht haben wir wirklich irgendwie. Sam is amazing. Erzählt mir von eurer Mafia-Vergangenheit. Vielleicht später. Vielleicht machen wir ein Video drüber. Wir haben eine Mafia-Vergangenheit? Ist das jetzt schon rausgekommen? Ich weiß also nicht. Wie? Vielleicht meint er das Spiel Mafia. War ein gutes Spiel. Ich glaube, der meint tatsächlich unsere Mafia-Vergangenheit. Okay. Ich fände es cool. Denn wir alle haben eine Mafia-Vergangenheit bei High Five. Das ist unser Einstellungsmerkmal. So, Darktorion schreibt, was kann man alles zerstören in dem Spiel? Das haben wir vorher so halb schon gesagt. Ja. Ne? Also es sind Teile des Hauses hier auch zerstörbar. Ach, das ist jetzt Stacheldraht. Natürlich, das ist jetzt dieser Stacheldraht. Wenn die hier dann durchlaufen, dann tut es denen weh. Der ist aber auch in echt, ist der ja fantastisch hingelegt. Ne? Weil ich meine, kein Mensch könnte da drüber springen. Ja. Aber da gibt es dann natürlich Möglichkeiten von den angreifenden Klassen, das dann irgendwie unschädlich zu machen oder so. Also okay. Da gibt es dann jeweils immer ein Gegenstück. Also nach diesem klassischen Stein-Stere-Papier-Prinzip. Was wäre das dann in dem Fall? Boah, das weiß ich gar nicht. Steht hier alles drin? Also wenn du lesen möchtest? Ich weiß nicht, ob der Typ mit dem Hammer die kaputt schlagen kann. Ist natürlich die simpelste Lösung. Das wäre der Hammer. Also. Guck, hier sieht man. Da hat man zum Beispiel, kann man hier diese komplette Wand wegsprengen. Ja, ich mache das jetzt wieder nur zu... Ich gehe weg. Komm, du machst das jetzt. Mach den weg. Nur zu Demonstrationszwecken ist der hier rechts. Ja, David, Tobi, zwei. Applaus. Nee, oder zwei. Für Tobias Feldin. Ein Headshot. Und ein, habe ich, ich glaube, ich habe meinen Teammate. Ja. Das ist okay. Und jetzt wäre cool, wenn mich jemand reviven könnte, der hier zum Beispiel. Also, du hast gerade einen Teammate umgeballert? Ich weiß es nicht. Der stand oben rechts in der Ecke. Ja, du wolltest ja ein bisschen so einen Ausgleich, ne? Thank you. Go on. And kill somebody. Manu schreibt, der Stacheldraht tut nicht weh. Man kann bloß nicht mehr sprinten. Das dauert dadurch durchzukommen. Wieso bist du jetzt schon wieder? Ja, da siehst du, da kannst du. Anime-Fan schreibt, habt ihr in eurem Büro ein 3DS und eine Capture Card? Wenn ja, könntet ihr auch Super Smash Brothers zocken? Nö, brauchen wir nicht. Also ich meine, selbst wenn wir es haben, denn wir haben ja Super Smash Brothers Brawl. Nee, Super Smash Brothers auch auf der Wii U. Aber ihr habt auch nicht so ein Capture-Ding, oder? Was wir haben oben in der Redaktion. Das also, dass man 3DS aufnehmen kann quasi. Nee, derzeit nicht. Aber okay. Ich meine, durch das, dass wir es auf der Wii U haben, könnten wir das auch mal zocken demnächst. Ne? Heute noch nicht. Heute zocken wir was anderes. Für alle, die jetzt gerade dazugekommen sind noch. Was ist denn das? Das ist die absolute Ultra-Waffe. Die will ich auch. Guck dir das mal an. Die hat, glaube ich, schon so eine. Steinschießer? Die hat so eine Barricade. Ach so, das ist der Barrikadenwerfer wahrscheinlich. Der Klasse, der Barrikadenwerfer. Was ist das? Ach so, ich schalte mal durch. Aber, jetzt habe ich völlig den Faden verloren. Genau, für alle, die neu dazugekommen sind, wir zocken jetzt dann noch so in, weiß ich nicht, Viertelstunde, 20, 25 Minuten noch ein anderes Spiel im Multiplayer und zwar zu viert. Oh ja. Das wäre cool. Da freue ich mich drauf. Da ist der Tobi nämlich verdammt gut. Ja, da habe ich dann mehr Kills. Hoffentlich. Mann, da wird doch nicht getötet, hoffentlich.
Christian Raphael schreibt zum Thema SingStar Live, wenn es denn jemals gehen würde. Was, ich fände das so geil. Ich habe es auch gestern Ding schon vorgeschlagen, bin schon wieder angepisst. SingStar. Wir bräuchten einen SingStar-Abend. Sobald wir das irgendwie mal klären könnten, dass wir irgendwie so von Twitch so mal die Genehmigung kriegen für SingStar. Das wäre der Hammer. Wie läuft das dann mit den Rechten von den Liedern? Ich glaube, das kannst du ziemlich vergessen. Also ich glaube nicht, dass es möglich ist, weil bei Twitch wurde ja umgestellt. Das heißt, wenn du jetzt irgendwie Songs verwendest, schneiden dir die Sachen raus, beziehungsweise werfen die halt das Video. Wie wäre das, wenn man das Lied hier laut aufdreht, aber irgendwie schafft, über Twitch eine generische Musik einzuspielen? Also dass man quasi uns singen hört, aber offiziell das. Gestern war der Vorschlag, dass wir einfach leise machen, vielleicht mit Kopfhörer spielen und man uns singen hört ohne Musik. Wie ist das dann? Also wenn ich dieses Lied interpretieren würde oder du? Also ich glaube, wenn du es nicht mit irgendwie, okay? Wenn du es nicht nachspielst, sondern nur singst und du hörst die Melodie nicht, glaube ich nicht, dass das Problem ist, weil dann würde ich, wenn ich jetzt 30 Sekunden lang wir könnten in auch einem unbekannten oder wir singen einfach komplett unbekannte Lieder wie ich mache nur noch Volksmusik von Stefan Raab. Stimmt, der Apfentanz im Mega-Arsch. Ja. Der war zu hart, sorry. Im Duett gut. Aber bitte. Also auch das Lied. So.